Für günstige und sichere FIFA-Coins checkt mal meine Sponsoren MMOJ und IGFund ab. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Mit einem Kauf über meine Links in der Beschreibung würdet ihr natürlich mich unterstützen. Ihr seid die Besten. Danke. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Ihr habt das letzte... 3-2-1. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Und ihr habt vielleicht die letzten beiden Episoden gesehen. Die Deadline Days der Transfer-Episode bzw. Transferphase. Und die haben wir nochmal gut genutzt. Wir haben einige gute Spieler geholt. Ihr habt es vielleicht gesehen, die ein oder anderen nicht. Manuel Neuer ist leider gegangen. Dafür haben wir natürlich jetzt... wir haben keinen neuen Torwart geholt. War vielleicht ein bisschen dumm. Vor allem haben wir einfach keinen fucking Torwart mehr. Keinen Ersatztorwart. Das heißt, sollte sich Donnarumma verletzen, haben wir ein Problem. Aber wir werden gleich dafür sorgen. Wir werden einfach in der Jugendmannschaft einen Torwart suchen. Wenn nicht, muss der halt spielen, Digga, ganz ehrlich. Aber ich denke mal nicht. Es hat sich noch nie bei mir in der Karriere ein Torwart verletzt. Deswegen, ich hoffe mal, das bleibt so. Auf jeden Fall haben wir beim Deadline Day noch ordentlich zugeschlagen. Rashford haben wir geholt. Jimenez haben wir auch noch geholt. Und ich denke mal, das waren Tar haben wir auch noch geholt. Und natürlich Lionel Messi. Also das waren einige gute Transfers, die wir da auf jeden Fall rausgehauen haben. Und das ist die Aufstellung für unser erstes Spiel gegen Schalke. Ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ein Robben ist hier immer noch nicht ganz fit. Ich glaube, der war auch kurzzeitig verletzt. Lahm ist auch immer noch verletzt. Ich hoffe, man ist schnell wieder fit. Ich würde sagen, wir starten ins erste Spiel gegen Schalke. Los geht's. Bevor wir starten, will ich euch hier nochmal kurz diese neuen Ziele zeigen, die der Vorstand uns hat. Ihr seht es, erziele mindestens 200.000 Einnahme, 200 Millionen Einnahmen durch Trikotverkäufe. Wir haben schon 44% davon geschafft. Das heißt, es sollte easy möglich sein. Durch den Transfer von Messi war das natürlich perfekt. Was ist das hier? Verpflichte ein Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden. Für die Profimannschaft und sorge für einen Einsatz in 5 Spielen. Startelf oder Einwechslung. Okay. Verpflichte einen Spieler in der Jugendakademie. Position Mittelfeldspieler. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal langsam schauen, dass wir die Jugendarbeit hier ein bisschen vorantreiben. Jugendstab, ich würde sagen, wir kümmern uns mal direkt drum. Okay, und dann starten wir natürlich ins erste Spiel. Da ist er schon. Lionel Messi im Bayern-Trikot. Welche Nummer hat der? Die Nummer 13. Okay, müssen wir mal sorgen, dass der vielleicht... Ja, die Nummer 10 hat natürlich jetzt Robben. Die wird er nicht abgeben. Da muss sich Messi mit der 13 jetzt abfinden. Ich würde sagen, wir starten sofort ins Spiel. Die Tor-News machen wir noch an. Los geht's. Und da ist es auch schon. Das erste Spiel gegen Schalke. Da wird nochmal Lionel Messi. Ablösesumme. Ach du Scheiße. 157 Millionen. Ey, meine Fresse. Ich hoffe mal, der würde einiges reißen hier. Nein, nein, nein. Max Meyer. Oh mein Gott. Max Meyer mit der Führung. Zum 1:0. Wie hat er mich da auseinandergenommen? Die ganze Verteidigung. Er hat sie alle fertig gemacht. Was ein Dribbling von Max Meyer. Guckt euch das an. Von hier. Überall durchgegangen. Da vorbei, da vorbei. Und Donnarumma war noch dran. Donnarumma war noch am Ball, aber da konnte der nichts machen. Okay, Lewandowski. Komm, schick Müller da durch. Und Müller muss jetzt eigentlich das Tor machen. 1:1. So schnell ist es wieder ausgeglichen. Stark gemacht von Müller mit dem ersten Treffer hier. Ball von Vidal hier auf Messi, aber... Ey, die doppeln hier denn die ganze Zeit. Keine Chance, da irgendwie annähernd auch nur durchzukommen. Jetzt aber auf Vidal. Und den muss Vidal machen. 2:1. So schnell ist das Spiel gedreht. Und dann haut der natürlich hier noch den Dab raus. Schöner durch. Schöner Konter wirklich. Schöner Angriff hier. Perfekt durchgesteckt von Lewandowski. Und natürlich muss Vidal den machen hier. Lewandowski wirklich gut den Ball erobert und perfekt im richtigen Moment geschickt. So muss es sein. Aber Messi kommt noch nicht so richtig ins Spiel. Okay, das ist eine gefährliche Freistoßposition für Schalke. Wenn die den gut reinbringen, komm mal. Köpfchen raus. Oh, nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Was war das denn? Boateng rettet ihn auf der Linie. Und dann geht der Ball doch noch rein. Wie viel Pech war das gerade? Ich habe ihn zu spät weggeschossen. Er war ganz klar drin. Man sieht es. Nein, das gibt es nicht. 2:2. Oh mein Gott. Eigentor von Jerome Boateng. Okay. Jetzt müssen wir nochmal Gas geben, weil eigentlich... Wäre das unverdient, dieses 2:2. Oh mein Gott, das war's. Der Schiri pfeift ab. 2:2 ist es ausgegangen. Richtig bitter, Mann. Wir hätten eigentlich noch mehr Tore machen können. Na egal, es war ein ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Trotzdem, Alter, wir hatten nur einen Schuss aufs Tor und haben 2 Tore gemacht. Diese Statistik wieder, wie unlogisch. Okay, dann kommen wir natürlich noch kurz zum Training. Donnarumma wird natürlich trainiert. Kimmich und Renato Sanchez. Obwohl, wir könnten vielleicht da auch mal gleich die Spieler ein bisschen tauschen. Coman jetzt auf dem 82er Rating. Donnarumma fast auf 79. Da kommen wir auch schon zum ersten Champions League Spiel. Das werden wir jetzt aber auf jeden Fall simulieren. Es ist gegen PSG. Wir lassen hier auf jeden Fall
die Stammelf ran. Ich denke mal, das hat eigentlich gerade alles so gepasst, wie es war. Ich weiß auch nicht. Wir hatten nur ein bisschen Pech. Thiago Vidal, wohl Thiago, werde ich rauspacken, weil der ist mir gar nicht aufgefallen. Renato Sanchez kommt für Thiago rein. Mit der Aufstellung werden wir also ins erste Champions-League-Spiel starten. Okay, wir simulieren das Spiel natürlich. Ihr seht es, Legia Warschau führt 1:0 gegen Bayer Leverkusen und PSV Eindhoven führt 1:0, aber Müller macht das 1:1. Jetzt sind wir wieder im Spiel. Ich dachte schon, come on. 40. Minute, ist noch nichts passiert. Außer die zwei Tore, das gibt es nicht. Wir müssen jetzt gewinnen, ganz ehrlich. Sonst wäre der Saisonstart sowas von scheiße. Schwab kommt hier rein. Aber sonst passiert hier nichts mehr. Robben für Vidal. Come on, Robben muss jetzt auch mal irgendwie hier ein Zeichen setzen. Lewandowski mit dem 2:1. Und dabei bleibt es. Nach 90 Minuten steht es 2:1. Das heißt, wir haben gewonnen. Renato Sanchez holt sich noch in der 84. die gelbe Karte ab. War jetzt nicht das beste Spiel, würde ich mal sagen. Ich hoffe mal, möglicher Nationaltrainerposten. Na egal, darum kümmern wir uns später. Ihr seht es, unser Trainer-Ansehen ist gerade nicht so perfekt. Nach dem Unentschieden gegen Schalke haben wir nur, ihr seht es, ein 65er. Wir hatten vorher 80, jetzt sind wir auf 65. Alter, ein Unentschieden und man ist bei Bayern unten durch. Ihr seht es, wir sind Platz 5. Das ist natürlich, muss man ehrlich sein, nicht perfekt. Aber wir müssen das Spiel gegen Ingolstadt jetzt safe gewinnen. Okay, Xabi Alonso kommt für dieses Spiel mal rein. Jimenez kommt mal auf die Rechtsverteidigerposition. Und ich würde sagen, Coman startet mal für Ribéry. Und dann würde ich sagen, starten wir so in das Spiel gegen Ingolstadt. Aber wir müssen es jetzt gewinnen. Okay, auch das Spiel simulieren wir natürlich. Wir spielen nur die richtig wirklichen Top-Spiele, damit wir hier ja relativ schnell die Saisons natürlich vorbei bekommen. Müller mit dem 1:0. Und ich denke mal, auch dieses ja, simulierte Spiel sollte hier eigentlich klar für uns ausgehen. Zwei gelbe Karten für Ingolstadt. Also, oh, Müller mit dem 2:0. Und Groß verschießen Elfmeter. Das wäre das 2:1 gewesen. Roger verletzt sich noch. Also bei Ingolstadt läuft gerade gar nichts. Müller auf jeden Fall mit dem Doppelpack. Tar kommt noch rein für Hummels. Robben für Lewandowski. Messi mit dem 3:0. Mit dem Elfmeter. Das erste Tor für Lionel Messi. Wurde auch mal langsam Zeit, Mann, dass der Typ hier endlich mal ein Tor für uns schießt. Aber er hat es lange auf sich warten lassen. Aber jetzt war es ein wichtiges Tor. Köln mit, ihr seht es, mit 3 Punkten auf Platz 1. Wir sind punktgleich mit Dortmund. Und schon ist unser Trainer-Ansehen wieder oben auf 79. Das ist gut. Okay, dann kommen wir zur nächsten Trainingseinheit. Diesmal mit Rashford und Oxford. Ich denke mal, ja, die anderen, Renato Sanchez, beziehungsweise, oh, erstes Training von Rashford und direkt scheiße. Aber Donnarumma ist auf 79, obwohl er ein Training mit einer 6 abgeschlossen hat, aber eins mit einer 1. Also von daher passt das. Wir kommen direkt zum nächsten Spiel. Gegen Hertha, BSC, das werden wir natürlich auch simulieren. Das sollte mir, denke ich mal, auch packen gegen Hertha. Die haben zweimal verloren gegen Schalke und Villarreal und ein Unentschieden. Das heißt, wir sollten hoffentlich besser drauf sein. Wir schauen mal. Okay, come on mit dem 1:0. Gott sei Dank habe ich ihn mal hier von Anfang an spielen lassen. Für Ribéry, der war nicht ganz so gut hier in den ersten paar Spielen. Coman ist da deutlich besser. Der wird jetzt auch in den nächsten Spielen erstmal weiterspielen. Vidal mit dem 2:0. Auch das hat sich wieder ausgezahlt. Robben kommt für Alonso rein. Alonso hatten wir mal spielen lassen. Und Messi blüht in der letzten Zeit richtig auf. 3:0. Lionel Messi, Tag kommt noch rein für Hummels. Das ist auch gut. Und das war's, Mann. 3:0 gewonnen. Messi mit seinem zweiten Tor für uns. Also langsam wird der Messi hier richtig warm. Das habe ich mir vorgestellt. Und schon sind wir auf Platz 1. Punktgleich aber mit Köln. Die haben auch ein Unentschieden gespielt. Und da haben wir schon, oh mein Gott, Leute, Nationaltrainer auf Härte für Deutschland. Das gibt es doch nicht. Das erste Angebot, das wir bekommen. Und direkt Deutschland. Und guckt euch das mal an, was die für Ziele für uns haben. Pokalsieg als in der Weltmeisterschaft und in der Europameisterschaft auch den Pokalsieg. Wir kommen natürlich auch direkt zum 5. Spieltag. Ihr seht es, Dortmund führt jetzt mit einem Punkt. Aber wenn wir jetzt gewinnen, werden wir wieder auf Platz 1 gegen Hamburg. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also nicht unbedingt perfekt drauf, der Sieg auch nur gerade so 1:0 gegen SC Freiburg. Von daher, ich habe noch ein bisschen durchgewechselt, Kimmich ist wieder drin. Der hat auch direkt Geld bekommen und Roland macht das 1:0. Messi verschießt den Elfmeter, das gibt es nicht. Okay, da hat Messi seinen Fehler wieder gut gemacht. 1:1 ist natürlich ein Auswärtsspiel. Trotzdem sollte es möglich sein, hier zu gewinnen. Thiago habe ich auch mal wieder von Anfang an spielen lassen und das zeichnet sich direkt aus. Macht das 2:1, mal schauen. Sonst ist hier nicht viel passiert. Sparge kommt für Süle rein bei HSV, aber sonst denke ich mal, sollten wir das über die Zeit bringen. Messi mit dem Doppelpack zum 3:1. Ey, der Typ, der blüht gerade richtig auf. Ich sag's euch, einfach nur gut, was er in den letzten Tagen spielt. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Champions League Spiel. Und das wird auch das letzte Spiel sein, das wir heute in dieser Episode machen. Spieler ist auskuriert, müsste Philipp Lahm sein. Okay, kann wieder am ersten Mannschaftstraining teilnehmen. Das ist gut.
Wir kommen zum letzten Spiel dieser heutigen Episode, das Champions League Spiel. Diesmal darf Tah mal von Anfang an ran. Der wurde jetzt übel oft eingewechselt. Das heißt, irgendwann muss er jetzt auch mal von Anfang an spielen. Gegen Rostov sollte das, denke ich mal, möglich sein. 2:0 haben die verloren im letzten Spiel gegen Atletico Madrid. Ich hoffe mal, wir gewinnen das. Das wäre natürlich jetzt echt bitter und ziemlich peinlich, wenn wir das Spiel verlieren. Erste gelbe Karte für Güye da von Rostov. Aber 20 Minuten, ist noch nichts passiert. Also Rostov schlägt sich anscheinend gut hier gegen Bayern. Aber oh, Boateng, auch mit der gelben Karte. Sonst noch nichts passiert. Coman kommt für Lewandowski. Warum wechselt er 46 Minuten Lewandowski aus? Robben für Vidal. Und Coman mit dem 1:0. Deswegen hat er Coman reingebracht. Der Manager hier, perfekt, Mann. Gut gemacht von Ancelotti hier. Und das war's auch. Alter, was für ein knappes Spiel. Coman hat mal wieder gezeigt, dass er eigentlich öfters von Anfang an spielen muss. Wird hier eingewechselt für Lewandowski. Macht direkt das Tor. Das heißt, im nächsten Spiel wird er auf jeden Fall wieder von Anfang an spielen. Das nächste Spiel ist gegen Köln. Köln ist Platz 3. 2 Punkte hinter uns. Also ein richtiges Top-Spiel. Das seht ihr natürlich dann in der nächsten Episode. Wir werden ja noch kurz ein Training absolvieren. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieser Karrieremodus gefallen hat. Und ihr natürlich auch kein Video mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Checkt mal meine Sponsoren aus für günstige FIFA-Coins, günstige FIFA 17-Coins unten in der Beschreibung. Link ist dort und natürlich auch ein Rabattcode. Ihr würdet mich unterstützen, wenn ihr meinen Link benutzt. Also, ich bin euch da sehr, sehr dankbar. Und falls ihr noch dieses Shirt haben wollt, gibt es auch mal im Shop. Link ist auch in der Beschreibung. Macht's gut. Bis morgen, haut da rein und ciao.